Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Bis du fertig bist. Ja, schon gut. Wir sollen hier weiterhin ihre Ex- oder ihre Mitbewohner, sagen wir so, von ihrem Leid erlösen. Das sind jetzt alles Ghule, nur sie ist ein Gammler geworden. Also sprich zwar ein Ghul, aber bei geistigem Verstand. Rennt der weg? Ich glaube, der rennt weg. Und ja. Nicht umbringen, oder? Und ja, das werden wir auch gleich machen. Wir befreien die armen Schweine für ihre Leid. Servus. Na, was war denn das jetzt? Bitte. Gehört sich das? Ja. Was? Na, auf. Ja, so geht's auch. Und ja. Wenn wir die alle befreit haben, dann können wir weiter mit der Dame dort hinten sprechen. Mit der Gammlerin. Kommen wir hier hoch? Tatsächlich. Ja, was? Schau mal. Zack und. Und zack. So. Wir haben es geschafft. Es sind alle Ghule erledigt. Was? Dann können wir wieder mit der Gnädigen davon sprechen. Und gut ist. Und er gut ist. Und er gut ist. Und er gut ist. Ich habe versucht, mich zum Eingang vorzugraben. Aber? Mit der Steuertafel hätte ich vieles anders machen können. Aber es war einfach zu viel Schutt. Okay. Dafür war meine Ausrüstung nicht geeignet. Meine Arbeit hat mir allerdings viel Kraft gegeben. Okay. Hier. Unter diesen Papieren ist mein Lebenswerk. Ich möchte es mit dir teilen. Okay. Dr. Brown hat mich mit etwas sehr Wichtigem betraut. Einer Reihe von Prototypen und den zugehörigen, nun, Experimenten, die die Gesellschaft neu definieren könnten. Aber, wie du siehst, verlief nicht alles nach Plan. Hm. Was für Experimente? Ich höre zu. Harte Zeit gehabt. Voltec sind Schweine. Tja, ja, eigentlich schon. Was sind das für Experimente? Geniale Geräte, die die Effizienz und Gesundheit der Gemeinschaft steigern. Es sind allerdings noch Prototypen. Es könnte also den einen oder anderen Designfehler geben. Aber die lassen sich mit etwas Fleiß sicher beheben. Wer ist Dr. Brown? Ja. Du hast Dr. Brown erwähnt. Wer ist das? Dr. Brown ist der Leiter des gesellschaftlichen Erhaltungsplans. Ein brillanter Wissenschaftler und Verwalter. Und zweifelsohne Tod. Ein herber Verlust. Ah, da bin ich mir gerade nicht so sicher. Ich höre zu. Harte Zeit gehabt. Voltex sind Schweine. Na, ich höre zu. Red weiter. Der Vault sollte viel Platz bieten für ausgebildete Mitarbeiter, vertrauenswürdige Untergebene und Wissenschaftler. Und trotzdem, wie alles gelaufen ist, sehe ich Möglichkeiten. Arbeiten wir zusammen. Als Partner. Hm. Um Geld bitten. Was genau müsste ich machen? Ziehen wir es durch. Werde niemals mit Voltec arbeiten. Na, um Geld bitten? Wenn du mich so dringend brauchst. Muss was für mich rausspringen. Ich suche keinen Söldner. Oh. Ich suche einen Partner. Entweder Schade. Kennst du den Wert dieser Unternehmung oder nicht. Entschuldigung. Was genau müsste ich machen? Was genau müsste ich machen? Ich weiß, dass du in einer besseren Verhandlungsposition bist. Ich würde gern die alltägliche Verwaltung des Worts übernehmen. Was auch immer du willst. Ich werde mein Möglichstes tun. Ich würde dich nur bitten, die Prototyp-Experimente durchzuführen. Mhm. Na dann ziehen wir es durch. Lass uns das zu Ende bringen. Gut. Ausgezeichnet. Wir können nicht anfangen, solange ich keinen richtigen Aufseherschreibtisch habe. Die Informationen im Terminal des Schreibtisches sind äußerst wichtig für die Experimente. Ich lege die Zukunft unseres Vaults, Vault 88. In deine Hände. Prima. Hurra. Ich brauche einen Aufseherschreibtisch. Kann ich dann das ganze Graffel da mitnehmen?
Nehmen wir es einfach jetzt mal mit. Ja, das ist ja klar, Ada. Das ist klar, das machen wir immer. Beziehungsweise so viel wie du und ich schleppen können. Weil ohne dich, meine Güte, geht da gar nichts. Schau, wie sie rot wird um ihre Backen. Nein, nicht die Arschbacken, um Gottes Willen. Im Gesicht. Die hat ein Gesicht. Ja, eigentlich schon. Zumindest einen Kopf. So. Das nehmen wir alles mit. Das nehmen wir alles mit. Lala. Das nehmen wir alles mit. Lalila. So, jawohl. Da ist noch ein Speibkübel, den nehmen wir auch gerne mit. Was ist ein Speibkübel? Ja, wir Steirer nennen erbrochenes Speibe. Ja? Also, da hat sich jemand angespieben. Ich glaube, ihr Deutschen sagt es auch brechen, jemanden anbrechen oder übergeben, so irgendwie. Ne? Ja, und bei uns ist das eben ein Speibkübel, wo man eben das Erbrochene rein. Also, ja, was? Ja. Reinbrechen kann, wollte ich nur sagen. Ja. Gut, ich wollte nur das ganze Zeugs hier noch eventuell mitnehmen. Da ich schon im linken Hüftknochen spüre, dass wir bauen müssen. Ja, das hat sie doch in Auftrag gegeben. Ach so, war das gemeint. Ach so. Na, alles gut. So. Ich glaube, hier ist soweit alles in Ordnung. Aber was bitte ist... Warum ist diese Abrissbirne so grün? Also die kann auch nicht gesund sein. Beim besten Willen nicht. Na Fisch. Sie braucht einen Schreibtischstuhl. Wo der Computer war, hat sie gemeint, ne? Mal kurz auf die Karte klupschen. Okay, das hilft nichts weiter, ne? Nein. Das wird mir jetzt gerade nicht weiterhelfen, ne? Ein perfekter Bürger. Ja. Vielleicht führt es uns das Ganze zurück. Aber ich glaube, ich weiß schon, wo sie möchte. Ja, ja, da steht er schon. Da haben wir es schon. Was hier? Ach so. Also Baumenü. Oh, Baumenü. Schutz haben wir hier überhaupt keinen. Wo war jetzt dieser dämliche PC? Da war keiner, ne? Na. Können wir dich auch verwerten? Nein. Schade. Dreck. Wo war jetzt dieser Computer? Oder reicht es... Warte, war da unten nicht irgendwas? Ein Aufseherschreibtisch. Der ist sicher dabei bei diesen... was wollte ich sagen? Bei diesen Word-Geschichten, ne, zum Bauen. Ja, ist wurscht. Dann stellen wir ihr halt den Schreibtisch. Keine Ahnung, wohin. Und ich hatte halt gehofft, dass es hier irgendwo einen ganz hübschen Büroraum geben würde. Obwohl, hier eventuell, ha? Da wäre doch das Terminal, oder? Wenn man den jetzt da... verschrotten. Ja? Mal angenommen. Und daraus? Ja. Diesen... Aha. Diesen Arbeiterdingens machen. Tun. Raider, Käfig, Läden, Ressourcen, Strukturen. Puh, das muss ich jetzt erst wieder finden, ne? Sonstiges? Nope. Dekorationen? World Tech Dekos? Was haben wir hier? Also das sind nur Kisten, ne? Da ist nichts mit Schreibtisch. Na, aber jetzt witzigerweise, sobald wir in einer World sind, kriegt man hier mehr Sachen. Voll interessant. Scheißendreck. Jetzt fällt es mir gerade ein, vielleicht hätte ich sollen in die Scheune mich reinstellen und vielleicht wäre dann scheunenmäßig mehr gegangen. Plakate? Na, das ist ja alles ein Blödsinn. Bodenbelege, Wandschmuck, Nuka World, sonstiges. Na, das ist sicher nicht richtig. Was haben wir da? Schaukasten, Bauerrüstung, Waffenständer.
Aufseherschreibtisch. Boah, was ist denn das für ein Gerät? Wo soll man denn bitte hinstellen? Da passt da nicht her. Um Gottes Willen ist das groß. Was zum Teufel? Das ist ein Riesenteil. Der würde da unten schon gar nicht so schlecht hinpassen. Wenn wir das Ganze hier wegschmeißen könnten. Das ist ja riesengroßes Drum. Ja, wo soll man denn da jetzt das Büro machen? Hier vielleicht? Hier vielleicht so? Hm? So wie es sich für einen Aufseher gehört vielleicht? Oder hierhin? Boah. Das ist ein bisschen übel. Ganz ehrlich, hier würde es sich gut machen. Da so eigentlich. Ich klatsche jetzt einfach mal daher. Warte. Das werden wir verwerten. So. Und dann noch ein Stück nach hinten. Wenn es geht. Mhm. So vielleicht. Dann kann man hier noch durch. Kann aber hier diese Spind nutzen. Braucht sie auch einen Sessel? Wahrscheinlich, ne? Stühle. Haben wir hier was Vortec-mäßiges? Bestimmt. Oder auch nicht. So ein Bürostuhl wäre was Feines, oder? So? Ich probiere das jetzt einfach mal. So. Hoffentlich kann sie sich da hinsetzen. Und jetzt? Haben wir das gebaut. Und jetzt? Mit ihr reden. Nö, nichts reden. Wir haben das Teil jetzt gebaut. Hätte es lieber hier gehabt oder was? Nochmal lesen. Nochmal lesen. Bau den Aufseherschreibtisch von Volt 88. Ich habe hier einen gebaut. Ist das der falsche? Hör auf. Ist das jetzt echt der falsche? Gibt es da mehrere? Na. Warte mal. Aufseher-Schreibtisch. Kein Voltec-Aufseher kann ohne so etwas existieren oder so. Ein Gartentisch. Ein Gartentisch ist dies. Picknicktisch. Tisch, Tisch, Tisch. 20 Millionen Tischarten. Theke, Schreibtisch. Schreibtischerweiterungen. Tisch, bla bla bla. Na, das müsste das sein. Du, ich hab den ja schon für dich. Nächste. Mit dem Aufseherschreibtisch hab ich alles, um die Experimente fortzuführen. Willst du ihn dann da haben, oder was? Warte mal, schauen wir mal kurz auf. Vielleicht willst du ihn ja da haben. Wir werden den mal kurz umstellen. So. Dann machen wir hier Knipsel. So, schaut ja fürchterlich aus. Knipsel. So, kann man das umstellen? Nur verwerten, ne? Hm, ja. Dann bringen wir halt den... Was bist du für eine Platte? Ah, Schrott ist das. Dann hauen wir den weg. Ja, schaut ja gleich schön aus, oder? Aluminiumwand. Mhm. Ich probiere es mal. Ich hole mir das Klumpert her. Bam. Edda, du müsstest mal ein Stück zur Seite, bitte. Danke. Dankeschön. Dann nehmen wir das Klumpert halt mit. Mitsamt dem Stuhl? Nein, natürlich nicht. Nur ohne den Stuhl. Ja. Hm, ja.
150 Energie haben wir da. Das ist aber auch nicht schlecht, oder? So, können wir den da so schön... Da so, ist das schön? Boom. Aber das ist jetzt auch wieder falsch platziert. Wie soll denn der sonst da drüben Platz haben? Weil da hat sie ihr ganzes Klumpert, ne? Also ich denke schon, dass das hier so passen könnte. So vielleicht mal herstellen, derweil. Den Schrott weghauen. Schrott weghauen. Schrott weghauen. Noch mehr Schrott weghauen. Noch mehr Schrott. Noch mehr Schrott. Lalila. Hup. Huch. Da geht's irgendwie. Da geht's weiter. War das jetzt so schlau? Ich habe gerade keine Ahnung, ob das schlau war. La, 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 la. Schwupp. Ist das ein Schutthaufen, der weggehört? Nein. So. Ich glaube, die Alte will das an einem bestimmten Ort haben. Und ich habe selbstverständlich keine Ahnung, wo dieser Ort sein soll. Die Mülltonne kommt auch weg. Die brennende. Der ganze Zug kann verwertet werden. Ich werde bald nicht mehr hatschen können, flatter klumpert. Aha. Aha. Ja. Du kannst gleich mal die gesamten Zugschienen und so alles weg. Tschüss, Baba. Weg. Warte, da kriegst du Stahl. Das ist arg, ist das. Ist das auch zum Weg? Ja. Aber hier nimmer, ne? Na. Bös, du gescheit. Da kriegen wir Grafel, ist ja Wahnsinn. Alles verwertet. Nichts wird zurückgelassen. So schaut's aus. Weg. So, das ist auch schon weg. Da drüben ist noch mal ein Haufen Klumpert. Da. Klumpert. Würdest du mal verrotten? Wahrscheinlich geht das nicht mehr. Ja, das können wir eventuell alles lassen. Ist okay. Ist okay. Was ist mit dir? Weg. Alles klar. Du. Weg. Jawohl. Du. Eine Batterie. Lagern. So. Und die Platten sollen da dann so passen, oder wie? So hübsch. Oder wie, oder was? Passen, einfach. Ich würde nur gerne mal was probieren, ob sich das echt... Ob das wirklich schon so ausgerechnet ist, dass das sich prima anpasst. Oder ob die einfach nur mal so... Wie schaut das aus? Tatsächlich, das ist... Na, stimmt nicht ganz. Das da drüben stimmt nicht ganz überein. Schlecht. Das ist nicht schön. Das wird so nicht genehmigt, meine Herrschaften. Nein. Das wird so fix nicht genehmigt. Schauen wir, wie das schief ist. Das geziemt sich nicht, bitte. So. Warte, hey, was drückst denn du zusammen? Auf damit, du. So, so. Na komm. Verschüpfen. Mach mal dahin. Jetzt kann man das Ganze schön anpassen. Das muss schön sein. Ja, ganz einfach. Das muss schon schön sein, wenn wir da was bauen. Jetzt machen wir da... unangekündigt eine Baufolge. Tut mir leid, aber pfuh, mit dem habe ich gerade nicht gerechnet. Aber ist ja schön. Ich mag das Bauen.
Wir bauen mit Liebe bei Tag und bei Nacht. Dü dü lü lü, dü dü lü lü. So schaut's aus im Puppenhaus. La la la. So, dann tue ich da mal so hin. Was ist das eigentlich? Nur so ein... ein Wagen. Ich dachte, das wäre sowas zum Ordner herstellen und so, ne? Dann schreibe ich, dann tun wir gleich daneben hin. So irgendwie. Vielleicht tun wir den Sessel auch lieber so hin. Die Tonne, die kommt auch weg. Ja, schade. Ich werde aber neue Tonnen herstellen. Ups, die Tafel ist weg. Okay, das wollte ich gerade so nicht. Ich habe schon gedacht, dass das Ganze hier mitgeht. Ich lasse das lieber stehen. Das macht mich gerade nervös. So. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass das kaputt geht. Ups. Willst du deinen Tisch wieder haben? Irgendwie kriege ich das nicht mehr hin. Wurscht. Du hast deinen Schreibtisch. Mit dem Aufseherschreibtisch habe ich alles, um die Experimente fortzuführen. Ja, stimmt das nicht mit dem? Muss der mit Strom versetzt werden, oder was? Ach so, ich bin ein Trottel, so. Du? So. Nicht so. Okay, das haut nicht hin. Das so richtig gemein. Richtig gemein und fies ist es. Jetzt hat sie den depperten Dingens eh schon da. Was ist denn jetzt? Ach, lass mir das so. Was ist denn nun? Gnädigste. Da hast du den depperten Stuhl, das Forsche. Schade, ich kann es nicht aufheben. Vielleicht muss ich den Computer noch hierher bringen. Computer. Geschüt, geh weg da. Computer. Das war. Warte, wo war das schnell? Da drüben, ne? Hier. Da. Warte, hier? Ich glaube hier, ne? Du da. Ich habe gerade keine Ahnung. Hat irgendwas vom PC auch gefaselt, ne? Fußmatten. Muss dann das ganze Grafel daher, wegen dem Kack-PC und so? Klebst du nichts an? Nö. Ja, warum einfach, wenn es wieder mal kompliziert geht? Warte, jetzt gerade was? Nö, Täuschung. Da, weg damit. Ja. Was bist du eigentlich? Achso, der Boden schaut einfach so schäbig aus. Okay. So, letzter Versuch, meine Gute. Wenn du dann nicht mitkommst, dann schleiche mit, dann kannst du Kugel rutschen. Mit Schwung. So. Hier lang und da lang. So. Platz haben du da. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist. Schaut aber nicht so aus. Was soll man mit dem Kackmist machen? Das ist da das Terminal, ne?
hier irgendwas, das uns jetzt weiterhilft, bla bla. Na. Es ist gerade echt mysteriös. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, wo wir das Klumpert hinbringen sollen. Edda, was sagst du? Das ist scheiße, oder? Das ist gerade nicht toll. Können wir hier was weghauen? Was da vielleicht? Da unten irgendwas? Kann man es dann hierher bauen? Nö, oder? Das wird ja irgendwie noch alles gebraucht. Das ist gerade echt komisch. Wieso nimmt denn der Trampel das nicht? Wurscht, wo ich den hinstelle, sie will den nicht haben. Jetzt muss ich kurz mal nachschauen beim Bauen, ob der irgendwie Strom oder was braucht. Dann war ich gerade zu unvorsichtig und habe nicht ordentlich hingeschaut. Kann mir leider Gottes auch mal passieren tun. So, vielleicht. So, das gibt's ja nicht. So, also, bauen. So, was brauchst du? Na. Nix. Haben wir da vielleicht noch irgendwas? Na, oder? Das brauchen wir alles nicht. Ich bin verwirrt. Ich schwöre, ich bin verwirrt. Ich kenne mich da gerade jetzt nicht wirklich aus. Finde jetzt gerade nicht super. Hätten wir denn hier noch tolles? Konsolen, Kisten, einen Haufen. Pff. Einfach nur zur Gaude. Ja, wie gesagt, keinen Plan. Warum die Alte da nicht will. Jetzt hat sie in dämlichen Dingen schon. Sie hier noch irgendwas? Kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Dass es einen besseren Stuhl vielleicht gibt für sowas, der besser passt. Dass sie sowas braucht. Kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht wirklich vorstellen. Aus den 12.000 verschiedenen Farben. Würdest du jetzt arbeiten? Mit dem Aufseherschreibtisch habe ich alles, um die Experimente fortzuführen. Da drüben steht er. Da, schau, Aufsehertisch. Guck mal, da, da schau. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo ich den hinstelle. Es passt der Alten nicht. Hier noch irgendwas? Jetzt
Schaut nicht so wirklich aus. Das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Was hätte sie denn noch gern? Schutz? Sollen wir vielleicht Schutz noch bauen? Irgendwas Schützendes. Können wir auch machen. Dann bauen wir halt noch irgendetwas Schützendes. Zum Beispiel sowas. Einfach mal vielleicht, warte, machen wir das, warte, was hätten wir denn hier? Einen Aufseherposten. Ach so. Aufseherposten, genau, Aussichtsposten. Sicherheitsschalter, Wachposten. Aha. Dann würde ich mal sagen, geht das hier so aus? Ich denke mal, so. Ein bisschen schief kann es ruhig sein, null Problemo. Dann vielleicht noch sowas. Schau mal da. Das klappt gar nicht mal so schlecht. Vielleicht hier nochmal so ein Dingens. Vielleicht so, ein bisschen schief. Und vielleicht noch, keine Ahnung. Ach so, das hätte anders gedreht gehört. Ach so. Na toll. Das ist ja aber doof. Das muss ja so gedreht werden. Also das ist, finde ich, jetzt gerade ein bisschen doof. Naja. Klappt das so, wenn ich den da am Hügel... Eher nicht, wahrscheinlich. Da wahrscheinlich schon eher. Ah, das ist ja deppert. Dann kannst du so und dann kannst du erst lupschen, ne? Servus. Aha, verstehe. Verstehe. Puh, dann wäre es vielleicht gut, das Ganze hier ein bisschen, das schwebt sowieso in der Luft. Dann werden wir das vielleicht mal kurzfristig so machen. Dann werden wir den ein bisschen noch hier hinstellen. Ich hätte ihn gern mittig gehabt. So eventuell. Nimm aber den da mit. Und stelle ihn da vorne hin. Dass hier schon mal keiner raufhüpfen kann so schnell. So, warte, die gehören so ein Stück daher. So. Weil die kann man bemannen. So. Sie hat nichts zu essen, kein Wasser. Vielleicht soll ich das alles einfach mal bauen. Und dann hoffen, dass sich was tut. Kann man hier Wasser? Ja. Wo bauen wir ihr denn ihren Garten hin? Den würde ich gern da hinten, ehrlich gesagt. Da so vielleicht. Bei dem Krempel. Hier vielleicht so einen kleinen Garten. Kann man da noch was wegmachen? Freilich. Sicherlich freilich. Weg damit. Aha, jetzt ist da auch noch was. Großartig. Boah, das ist groß. Da könnte man einen schönen Garten machen, oder? Da kommt... Da, aha, da können wir tiefer runter. Okay. Okay. Da müssen wir dann auch irgendwas Schützendes bauen. Weil wenn da irgendwer mal einbricht, dann sind die da des Todes. Dann sind die hier des Todes. Da wäre aber ein normaler Zaun da vorne. Oh. Ja, passt. Schön. Die Siedler haben wieder unsere Raider beliefert. Sehr brav. Ein bisschen gut zureden und dann passt das schon. Pff. Weg mit dem Zeug. Kannst du aufwerten? Ja. Gott sei Dank. Weg mit dem Schirchenklumpert. So, hier haben wir auch noch was. Ich mach mal sauber. Da ich gerade überhaupt keinen Plan habe, ich muss das mir mal durchlesen, glaube ich. Oder mal was... Überhaupt irgendwas dazu durchlesen. Das ist mir gerade ein Bild... Das ist komisch. Also mehr kann man dazu echt nicht sagen, das ist einfach nur mal komisch. Komme ich gerade nicht dahinter. Aber der guten was zu essen bauen, würde ich mal sagen. Das ist sicher auch keine so schlechte Idee. Ich mache hier mal alles so ein bisschen hübsch. Ich glaube, hier wird sich gut ein kleiner Garten machen, glaube ich. Also machen wir hier Wasser. Vielleicht ist sie dann etwas glücklicher. Oder warte. Das Wasser ein bisschen zentraler.
Vielleicht so? Dann schaut's aus, als wenn sie direkt von einer Bergquelle was anzapfen wird. Ja. Essen? Kann ich ihr überhaupt irgendwas... Ja, Mais hätten wir da. Mais hätten wir hier. Das ist schon mal gut. So, der erste. Haben wir sonst noch was mit? Nö, nur ein bisschen Mais. Ja, mit dem muss ich mal auskommen. Da muss ich halt viel Maissuppe kochen. Vielleicht kann ich sie zum Arbeiten jetzt irgendwie einteilen. So, gnädigste. Na, das geht's überhaupt nicht. Ach, jeje, was machen wir denn mit dir? Bett haben wir eines, Moral liegt bei 60, Wasser haben wir 3. Verdursten tut sie schon mal nicht. Das ist ja nicht schlecht. So. Keine Ahnung, ob hier auch mal Leute einziehen werden. Ich hoffe doch sehr, aber irgendwie... Die will halt nicht, ne? Ich muss mir das ganz einfach durchlesen mal. Das wird nicht, da wird mir nichts anderes übrig bleiben. Was haben wir da noch? Das können wir auch verschrotten. Jawohl. Gut, dann tun wir das weg. Eiskühler. Aha. Okay. Dann lassen wir den einfach mal, würde ich sagen. Kann sie sich leckeres Vanilleeis vielleicht machen oder so? Eiskühler. Hm. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was die Alte jetzt noch brauchen könnte. Aber da könnten verdammt viele Leute wohnen. Ehrlich wahr. Also wenn da irgendjemand Bock hätte... Hast du eigentlich schon einen Herd? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich stelle dir mal einen Herd her. Aber wohin? Oh, ich würde sagen, hierhin. So. Ich weiß, ich spiele da gerade herum, aber ist mir gerade wurscht, weil ich habe echt keine Ahnung, was ich machen soll. Eine Laborstation vielleicht? Eine Laborstation. Die klatschen mir auch noch hin. So. Was hält man denn noch? Rüstungswerkbank, Waffenwerkbank. Nuka-Mixer wäre vielleicht auch nicht so schlecht. So, dann könnten wir ihr... Warte, was nehmen wir denn da? Nehmen wir da mal einen anderen. Nehmen wir gleich das Quantum. Sie ist eh schon verseucht, ist eh schon wurscht. Ich glaube nicht, dass sie noch irgendwelche Krebssorten kriegen kann. Denke ich mal. Energie. Halt, stopp. Energie. Wo kriegt man hier, wo kann man hier Strom eigentlich anzapfen? Man merkt zwar, es ist 150 Energie da, aber von wo? Von wo kann man hier was anzapfen? Hier drinnen sicher mal nicht. Ist halt so. Haben wir hier irgendwas? Strukturen Volt. Aha, da kann man eine Etage höher bauen. Eine Tür haben wir da. Da drüben wäre echt eine Tür nicht schlecht, oder? Statt dem Durchgang hier. Vielleicht kann man da auch eine Tür anbringen. Ach, schade. Nicht wirklich, oder? Na. Ich dachte, das wird gehen. Was zum Teufel ist denn das alles? Ist das eine Fensterscheibe oder was? Eine Tür soll das sein. Aha, ein Geländer. Ach so, dass man den nächsten Stock rauf kann. Boah, da kann man bauen wie die Wahnsinnigen. Da könnte man echt was Gescheites bauen. Puh. Also da werden wir definitiv noch Spaß dran haben, aber nichtsdestotrotz, ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn gefunden. Das ist der falsche Aufsehertisch. Meine Güte. Verwerten. Das tun wir auch weg. Ich habe ihn gefunden. Und das Spezial ist er drinnen. Schreibtisch der Aufseherin von Volt 88. Mich trifft der Schlag. So, habe ich schon mal gesagt, dass mich der Schlag trifft? Ist das gemein? Herrschaftszeiten nochmal.
Naja, wenigstens gefunden. Da hast du ihn, du Kratlerin. Mein Aufseher schreit. Ist ja unglaublich, ich baue da wie ein Ludel. Ja. Hurra. Oh, der Christbaum ist schön. So, dann stellen wir noch ein bisschen dahin. So, und jetzt mal was Grünes. So. Super. Und der Part ist auch zu Ende. Na super. Ja, ich bin auch so speziell. Ich kann es kaum glauben. Mein Aufseherschreibtisch. Nach all der Zeit. Ja, geht's jetzt. Und jetzt, hä? Das. Bitte sei nachsichtig. Ich habe so lang gewartet. Aber wir dürfen nicht trödeln. Die Arbeit wartet auf uns. Dieser Worte ganz bestimmte Bewohner beherbergen. Um Versuche am Menschen durchführen zu können, benötigt man schließlich die perfekten Testsubjekte. Und was soll das sein? Was macht eine perfekte Versuchsperson aus? Die Person sollte gesund sein. Oder zumindest gesund genug. Und wir müssen schnell eine exakte Basislinie erhalten. Außerdem muss sie bereit sein, ein gewisses Risiko einzugehen. Willst du nicht weg? Ein Versuchskaninchen finden. Werde niemals was tun. Versuchskaninchen? Dann suchen wir uns mal ein paar Versuchskaninchen. Laut Vault-Tec-Handbuch sollte der Aufseher dieses Wort nicht verwenden. Aha. Auch wenn es passend ist. Wie ich sehe, hast du bereits den Funkleitstrahl des Vaults eingeschaltet. Gut. Während wir darauf warten, dass es sich herumspricht, könntest du dich ja in Vault 88 umsehen. Wenn du ein paar Trümmer beseitigst, könntest du vielleicht in andere Abschnitte gelangen. Sämtliche Materialien oder Ausrüstung, die noch funktionieren, könnten für die Experimente nützlich sein. Super. Na, Fisch. Haben wir es ja doch irgendwie noch hingeferkelt. Sauber. Na schön, aber dann müssen wir auch die Gelegenheit haben, unseren Schrott hier abzulegen. Das werden wir im nächsten Part machen. Haben wir es doch noch irgendwie hinbekommen. Sauber. Na gut, ihr Lieben. Unfassbar. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Jetzt habe ich verkehrt angefangen. Bedanke mich selbstverständlich auch fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Wenn wir hier die Vault 88 uns weiter genauer näher anschauen. Na Fisch. Da können wir noch einiges bauen hier. Also dann, ihr Lieben. Tschüssi.